willkommen zurück bei FA17. Heute mal was anderes. Ihr seht schon im Hintergrund. Heute mal mit Skill Challenge. Und zwar wollen wir sehen, wie wir sind. Können wir gut schießen oder können wir nicht so gut schießen? Okay. Wir haben den Kegler dabei, wir haben den Urlauber dabei und wir haben noch einen extra VIP-Gast dabei. Den kennt ihr noch nicht, den werdet ihr aber heute kennenlernen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ihr seht das Torwart von KLZ. Da kann ich nur sagen, wenn ihr ohne Torwart auf dem Platz seid, kann ich es nur empfehlen. Tornet könnt ihr lernen, präzise zu schießen. Ihr seht aber schon im Hintergrund sind auch noch ein paar Stangen dabei. Und zwar wollen wir nicht einfach von hinten aufs leere Tor schießen, sondern wir haben uns gedacht, komm, wir simulieren noch ein paar Abwehrspieler, ein paar gegnerische Spieler. Deswegen sind die 5 Stangen dabei, um es einfach ein bisschen schwieriger zu machen. Denn wir wollen ein hohes Niveau, also machen wir uns natürlich dementsprechend schwer. Es sieht so aus, wir haben 16 Schritte nach vorne gemacht, soll 16 Meter sein. Dann schießen wir praktisch einfach direkt auf das Tor. Oben links und oben rechts sind 20 Punkte und unten links, unten rechts sind 5 Punkte. Am Ende werden wir sehen, wer die meisten Punkte hat. Abfahrt. Okay, Latten schießen. Ja, moin. Junge, push dich mal. Ciao. Die Toyota. Let's go! Oh! Oh! Oh. Lol. Ciao! Push dich, Junge! Oh mein Gott! Wow! Let's go, Junge! Oh, die Stange fickt mich! Ohne Grund! Minuspunkte! Der ist Linie! Der eine geht auf sicher sich! Er war mal Profi, Kappa! Was passiert hier gerade? Oh! Seht ihr die Kommis? Fully trifft nicht, Kappa. Schade. Die erste Etappe vom Punkteschießen ist geschafft. Kommen wir zum zweiten. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Zur zweiten Etappe. Kommen wir zur zweiten Etappe. Dankeschön. Sprachen lernen, Bubble. Sieht genauso aus. Der Urlauber stellt sich hin, je nachdem wer dran ist. Dann passe ich von hier zum Urlauber. Er muss den Ball an und mitnehmen und dann direkt ins Tor schießen. Woo! Wir müssen was machen. Die komischen Führen. Woo! Schade. Man kennt ihn, den 90 Grad Dreher. Mein Onkel, der kennt nur eine Drehung. Ja, moin, das ist gar nichts. Der macht den sicheren. Leute, mehr Risiko. Okay. Gut, Masso. Ah. Wow. Ja, man kennt ihn. Alter, bin ich los. Wie heißt der Trick? Skill 5 Sterne bei FIFA. Wow. Wow. Oh. Push dich, Junge! Oh.
Der macht den schönen! Oh! Latten schießen heute. Hände geht wieder auf sicher. 5 Punkte in Gryffindorf. Ciao. Er dreht sich nicht mehr zum Tor, sondern er macht den Senkrechten. Zum Tor laufen wäre auch cool. Ja, Junge. Oh. Ein noch, Junge. Konzentriere dich. Oh ja. Fully steht auf jeden Fall in der zweiten Challenge mächtig unter Druck. Man sieht seine Schüsse so, aber man denkt nicht, dass er in Nürnberg gespielt hat. Nur zur Infos, Leute, kein einziger Treffer. Schmeckt? Für die Kamera, Junge. Alter. Da war ein schöner Schuss, aber. Kommen wir zum letzten Etappe beim Punkteschießen. Und zwar geht es jetzt darum, dass eine lange Flanke kommt, sei es Eckball oder etc. Und dann ist es wichtig, dass der Urlauber oder wer auch immer dran ist, reinläuft und direkt reinköpft. Oder er muss auf jeden Fall direkt den Ball in der Luft annehmen und reinschießen. Links oben und rechts oben sind 40 Punkte jetzt und links unten, rechts unten sind 20 Punkte. Let's go! Senk den runter, senk den runter. Oh, musst du reinlaufen, 10. Oh, 10. Der ist gut. Panik! Oh mein Gott! Was hat er vor? Was hat er vor? Ja! Oh mein Gott! Gegner! Die ist different! Ist ein guter Ball, Mann! Klatschen, Jungs, hier. Das war los.